Noch sind die Märkte stark fokussiert auf die Frage der Zinssenkungen. Wann, wie oft wird die US-Notenbank die Zinsen senken? Die Märkte sind da ja oder gehen davon aus, dass 5,5 Zinssenkungen passieren. Die Fed signalisiert um und bei 3, also ein gewisses Mismatch könnte man sagen. Aber es wird jetzt in nächster Zeit für die Märkte ein anderes großes Thema kommen, nämlich Politik. Nämlich die Frage, ob Donald Trump bei den Wahlen antreten kann und darf oder eben nicht. Wenn nicht, dürfte das ohnehin große Turbulenzen hervorrufen, weil dann unklar ist, wie sich die innenpolitische Lage in den USA weiterentwickelt. Wenn doch, könnte es passieren, dass nicht Biden gegen Trump antritt, sondern Michelle Obama, die sich jetzt geäußert hat. Und das Ganze wäre dann durchaus ein Gamechanger. Biden ist schlichtweg total unpopulär, wirkt alt und senil, ist wahrscheinlich hoffnungslos. Oder es wäre hoffnungslos, ihn aufzustellen bei den Demokraten. Da muss also irgendetwas passieren, sonst ist die Wahl ziemlich sicher verloren. Und wir wollen uns die Gemengelage heute mal anschauen. Nach wie vor ja keine Konjunkturdaten. Man wartet auf die Inflationsdaten am Donnerstag. Wir haben heute zunächst mal gesehen, dass die Futures negativ waren, die Wall Street negativ eröffnet hat, aber dann vor allem Big Tech wieder nach oben gezogen hat und die ganze Geschichte gerettet hat. Donald Trump allerdings hofft, dass der Crash kommt, bevor er Präsident wird. Dazu gleich mehr, was er da genau gesagt hat. Nach wie vor herrscht Optimismus, sichtbar etwa in Aussagen von BlackRock. Die sagen, naja, diese Rallye, die hat weiter Beine auch bis ins Jahr 2024, die dürfte sich fortsetzen. Dagegen warnt die Deutsche Bank, naja, ihr hofft also auf Zinssenkungen von 150 Basispunkten, also 1,5%. Das aber passiert nur in einer Rezession, sonst würde die Fed wahrscheinlich die Zinsen so nicht so stark senken, sagte die Deutsche Bank. Und hier warnt dagegen dann auch HSBC, die Großbank, dass das Goldilocks-Szenario vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Wie gesagt, man erwartet ja sehr, sehr starke Zinssenkungen. Die Fed hat eigentlich in Gestalt einiger Speaker signalisiert 2, vielleicht 3 Zinssenkungen. Das ist deutlich weniger als die Märkte einpreisen. Und die Fed könnte einen Grund dafür haben, denn Frühindikatoren zeigen, dass die Inflation wieder nach oben geht. Hier etwa in den NFIB Price Plans, die eine Vorläuferfunktion haben für die US Inflation. Jetzt haben wir diese Geschichte im Roten Meer mit praktisch den deutlich gestiegenen Containerpreisen, Lieferschwierigkeiten, die dadurch entstehen, weil die Houthis ja hier Schiffe attackieren im Roten Meer und die dann über das Kap der guten Hoffnung, also südlich von Afrika, fahren müssen. Und das zeigt sich hier nochmal, Leading Indicators, circa 6 Monate im Vorlauf und das wird also dann wahrscheinlich kommen. Die Basisvergleiche, also der Vergleich zum Vorjahresmonat wird jetzt immer tiefer, denn die Inflation ist ja Ende 2022, Anfang 2023 auch deutlich zurückgekommen und dadurch wird der Vorjahreswert latent wieder höher, weil die Latte eben niedriger liegt. Heute sehen wir folgendes Bild, die Heatmap. Wir sehen eine Apple noch leicht im Minus, die war deutlicher im Minus. Wir sehen wieder mal eine Nvidia, Tesla im deutlich im Plus nach dem gestrigen Rallye. Wir sehen eine Tesla im Minus, aber insgesamt doch einiges rot, aber vor allem Big Tech wieder grün. Deswegen der Russell zum Beispiel rot mit 1% im Minus, der Nasdaq ist im Plus, Dow Jones leicht im Minus. Wir sehen vor allem Energiewerte hier zwischenzeitlich deutlicher im Minus. Pharma läuft weiterhin gut und wir haben gestern gesehen, das Put-Call-Ratio sehr, sehr niedrig, so niedrig wie seit Juni nicht mehr. Also wenig Absicherungen, nach wie vor sehr viel Euphorie, das sehen wir auch am Future-Markt. Hier die Positionierung, die Netto-Positionierung CFTC ist beim Nasdaq Future etwa auf Allzeithoch, interessanterweise. Also da ist nach wie vor dieses Goldilocks-Szenario wird eben gespielt, trotz der Korrektur, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, aber dann gestern die Rallye. Heute zunächst mal wieder Gewinnmitnahmen, dann wieder nach oben, mal sehen, wie es heute ausgeht. Microsoft im Fokus unter anderem, warum, werde ich gleich zeigen. Aber hier sehen wir, Microsoft alleine hat eine so starke Marktkapitalisierung wie der gesamte kanadische Aktienmarkt, also alles, was an der Börse in Kanada notiert ist.
Und hier sehen wir mal diese Magnificent Seven, die sind jetzt so viel wert wie der gesamte britische Aktienmarkt, kanadische Aktienmarkt und japanische Aktienmarkt zusammen. Und das will schon was heißen, denn der japanische Aktienmarkt zum Beispiel ist jetzt auf einem Hoch, das er zuletzt vor 34 Jahren gesehen hat, in der Bubble in den 90er Jahren. Also das hat schon was zu sagen und Microsoft hier ein bisschen jetzt im Fokus. Jetzt will die EU dieses Investment von Microsoft sich mal genauer anschauen in OpenAI. Es gab ja jetzt kürzlich schon eine Klage der New York Times, die gesagt hat, ja, die KI, OpenAI etwa, also ChatGPT, die nutzen unsere Texte. Da wollen wir bitte schön Geld dafür haben. Also da sind schon ein paar Risiken neben der Euphorie, die ja seit gestern wieder voll aufgeflammt ist in Sachen Nvidia. Gibt es für künstliche Intelligenz eben auch den einen oder anderen Stolperstein vielleicht in der Zukunft? Microsoft übrigens in einer interessanten Chartformation jetzt oben an der Trendkanalbegrenzung angekommen. Und dann kommen wir zu diesem politischen Teil. Das ist heute ein großes Thema in den USA, nachdem Trump gesagt hat, also Marktcrash, Crash der Wirtschaft, die Wirtschaft ist eher fragil, wenn es zu einem Crash kommt, dann bitteschön unter beiden, das wäre doch ganz gut, dann könnte ich sozusagen mit anderen Voraussetzungen mal anfangen. Hoover zum Beispiel, der Präsident, der einzige US-Präsident, hatte damals 1932 die Wahl verloren, eben weil es zu einem Crash der Wirtschaft wie auch der Wall Street gekommen war. Das möchte Trump nicht haben, der ja davon ausgeht, dass er praktisch Präsident wird. Und Trump hat in diesem Interview, das heute veröffentlicht wurde, gesagt, also warum sind die Aktienmärkte so stark? Naja, das ist alles eine Folge und die Wirtschaft alles eine Folge noch meiner Präsidentschaft. Trump hat ja immer gesagt, damals als er Präsident war, wenn da neue Hochs kamen an den Aktienmärkten, mein Verdienst nur, weil ich Präsident bin. Jetzt hat er das Problem, dass Biden Präsident ist, die Aktienmärkte trotzdem weit oben sind. Also muss er sagen, na, das ist doch alles wegen mir. Also interessante Aussagen von Donald Trump und fast noch interessanter ist das, was Michelle Obama gesagt hat. Die sagt, also sie sei terrified für die Aussicht oder bei der Aussicht, dass Trump 2024 die Wahl gewinnen könnte. Und viele vermuten jetzt, dass Michelle Obama vielleicht selber antreten wird als Kandidatin der Demokraten. Die hätte sicherlich deutlich bessere Chancen als etwa ein Biden, der wie gesagt als senil wahrgenommen wird. JP Morgan prognostiziert jetzt, dass Biden ausfallen wird. Aus gesundheitlichen Gründen also nicht antreten wird, aber das Ganze muss sich bald entscheiden. Also das wird jetzt eine sehr, sehr heiße Phase, zumal Biden jetzt gesagt hat, also wenn der Supreme Court, der ja ab 8. Februar entscheiden soll, über diese Ausschlüsse zum Beispiel von Trump bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in Maine, Colorado, da soll jetzt der Supreme Court ab 8. Februar ein Grundsatzurteil fällen. Also ist es rechtens, Trump auszuschließen von diesen Vorwahlen, ja oder nein? Das wird jetzt auch bald anstehen, wird noch ein bisschen dauern, aber aktuell wird entschieden, nämlich durch ein Berufungsgericht in Washington, ob Trump wegen des Sturms auf das US-Kapitol strafrechtlich verfolgt werden darf. Wenn ja, sollte dem so sein, dann wäre das auch eine gewisse Turbulenz, die sich hier aufspulen würde und die Biden-Regierung hat natürlich reagiert auf das, was Trump gesagt hat, wo man sagte, naja, also der wünscht sich offenkundig einen Crash. Jeder Präsident oder jeder, der sozusagen an der Spitze des Staates steht, sollte sich so etwas nicht wünschen, dass es den Menschen schlechter geht. Also wir sehen, wie diese Auseinandersetzung derzeit tobt. Das gilt auch für Deutschland. Wir hatten jetzt die Bauernproteste, wir haben eine gewisse Unruhe im Land, jetzt schlechte Nachrichten für die FDP, nachdem sie sich für die Fortsetzung der Ampelkoalition entschieden hat oder die Mitglieder derselben, allerdings nur ein Viertel der befragten FDP-Mitglieder. Jetzt scheint der FDP das nicht wirklich gut getan zu haben. Man rutscht jetzt in aktuellen Umfragen von Forsa unter die Marke von 5%. Die Grünen wiederum, die versuchen jetzt ein Hoffnungsmantra. Wir müssen einfach ein bisschen netter sein in der Ampelkoalition zueinander. So Tenor von Aussagen von etwa Ricarda Lang. Und es wird aber weitergehen mit den Protesten der Bauern. Schon morgen soll es da weitere größere Proteste geben, dann eine Großkundgebung.
Sondersteuersenkung am 15. Januar. Und es geht ja hier nicht nur um die Subvention für Agrardiesel, sondern es geht um Auflagen, die die Landwirtschaft hat, die teilweise extrem sind, die auch keinen Sinn machen, zumindest auch für die Natur gar nicht so gut sind. Wer mit Bauern mal spricht, der bekommt da eine Salve von Beschwerden, was da für teilweise Unsinn passiert, Vorgaben, rigide Dinge, die erstmal gut klingen, in der Folge aber neue Probleme nach sich ziehen. Also das wird jetzt auch nochmal virulent und heute Auftritt von Clemens Fuest vom IFO-Institut, ja wirklich eine sehr seriöse Gestalt, der mal Probleme aufgezeigt hat, etwa mit hier den Fehlentwicklungen, falschen Anreizen beim Bürgergeld, das ja auf Bestreben der SPD vor allem durchgesetzt wurde. Und hier zeigt er eben, dass ein Ehepaar, das deutlich mehr arbeitet, dann faktisch von diesen Mehrarbeiten gar nichts hat. Das wird von der Steuer wieder komplett weggefressen. Und das ist so das große Problem. Man setzt falsche Anreize. Man besteuert die Mittelklasse so extrem, dass die alle schon in den Spitzensteuersatz fallen, während man auf der anderen Seite eben ein Stück weit Anreize setzt, dass es sich nicht lohnt, wirklich zu arbeiten. Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Es brauchen auch diejenigen, die keine Arbeit nachgehen können, brauchen eine Absicherung auch angesichts der gestiegenen Inflation. Das muss man schon verstehen, aber es ist eben jetzt eine Situation, in der die deutsche Wirtschaft, vor allem die Industrie, doch weiter im Sinkflug ist. Wir haben heute Morgen die Daten bekommen. Industrieproduktion fast 5% zum Vorjahresmonat gefallen. Niedrigster Wert seit Juli 2020, als man damals im Lockdown ja noch weitgehend war oder gerade aus dem Lockdown rausgekommen ist. Hier sehen wir mal die einzelnen Sparten, wie sich das entwickelt, vor allem Papier, Gas, Chemie, das sind die großen Sorgenkinder in diesem Bereich und das liegt eben auch an den Energiekosten in Deutschland, die unter anderem, nicht nur, aber unter anderem eben durch die sehr teure Energiewende entstanden sind. Deutschland wird jetzt laut der ICIS-Prognose 2024 immer stärker zum Stromimporteur, nachdem wir lange Jahre ja Stromexporteur gewesen sind. Frankreich wird jetzt der große Lieferant von Strom. Wir werden der große Empfänger von Strom. Das ist natürlich eine ganz großartige Nachricht. Auch die Nachricht, dass Indien jetzt bis 2030 seine Kohleproduktion verdoppeln wird, schlichtweg, weil der Energiebedarf dieses so stark wachsenden Landes so groß ist und mit Erneuerbaren ist das nicht abzudecken. Also wird Kohle nach oben gefahren. Indien hat jetzt schon 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes, Deutschland 2%. Also Indien hat mehr als das Dreifache von Deutschland. Die fahren jetzt ihre CO2-Produktion noch drastisch weiter nach oben. Dann hilft es natürlich, wenn wir bis 2050 CO2-frei sind. Dann haben wir zwar ein bisschen unsere Wirtschaft zerstört, gell, aber wir sind dann Vorreiter, ne, in Sachen Klima. Dass das Klima sich nicht interessiert, ob die CO2-Emissionen in Berlin oder in Kalkutta passiert, das steht allerdings auf einem anderen Blatt. Hauptsache, wir Deutschen haben es mal wieder gewusst. Das ist gleichzeitig die erste Empfehlung, meine Damen und Herren, als Artikel. Und die zweite Empfehlung, Rezession in Deutschland, sehenden Auges in den Absturz. Die Daten werden immer schlechter. Es ist also nicht so, dass da eine Wende wirklich erkennbar wäre. Warum das so ist, das sehen Sie in diesem zweiten Artikel. Also diese beiden Artikel empfehle ich und sage jetzt Servus und Ciao.